So, Leute, da bin ich wieder zurück. Ich habe gerade eben schon gesehen, es gibt schon wieder die ersten Leaks, was das nächste Starterpaket ist. Und ich habe nachgeguckt, es ist wohl ziemlich sicher, dass es der Skin sein wird. Ihr seht gerade, ich habe hier gerade den Skin aus der letzten Season, beziehungsweise aus der jetzigen Season, den es damals gab mit den V-Bucks für Echtgeld halt. Also für V-Bucks ist der nicht zu kaufen. Das ist einfach immer nur das Starterpaket, was es halt zu jeder Season gibt. Ist eigentlich immer ganz nice. Wie gesagt, das hier war der letzte. Jetzt gucken wir uns gerade an. Der Cynix hat schon wieder ein neues Video hochgeladen, was den neuen Skin betrifft. Und das wird, wie gesagt, der hier sein. Wir gucken gerade mal zusammen rein. Sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Ist auf jeden Fall wieder ein weiblicher Skin. Und hat irgendwie, also er hat irgendwie was. Ich meine, klar, wir kriegen wieder V-Bucks dazu. Also alle die, die sich eh mal V-Bucks kaufen, da lohnt es sich auf jeden Fall, weil wir bekommen halt den Skin, das passende Rückenaccessoire und eben auch noch die Pickaxe dazu. Die Pickaxe kommt gleich noch. Und wie gesagt, schreibt mal gerne in die Kommentare rein, wie findet ihr den Skin? Also ich werde mir definitiv holen, weil ich glaube, wenn ich mich jetzt nicht irre, seitdem ich YouTube mache, habe ich mir, glaube ich, jedes Starterpaket geholt. Also ich finde die echt nicht schlecht. Wir gucken gerade nochmal. Der sieht wirklich, also ich finde ihn nice. Ist halt mal wieder ein bisschen was anderes. Nicht irgendwie so ein Abklatsch von dem Skin, nur eine andere Variante oder so. Sondern der ist wirklich, also ich hole mir den auf jeden Fall. Wie gesagt, schreibt mal in die Kommentare rein, wie ihr den Skin findet und ob ihr euch den auch gönnt. Weil, wie gesagt, was kostet der immer? 4 Euro, 5 Euro? Da kannst du wirklich nichts verkehrt machen. Ich glaube noch 600 oder 800 V-Bucks dabei. Das halt einfach für mich ist, persönlich ist das immer so ein Skin. Ja, wird gekauft. Ich weiß nicht warum, aber ist einfach so in mir drin. Klar, ich bin auch erwachsen, um Gottes Willen. Ihr müsst eure Eltern fragen. Aber ich finde den Skin halt wirklich nice. Wie gesagt, gerne in die Kommentare schreiben. Like nicht vergessen. Und in dem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Beziehungsweise wahrscheinlich heute Abend noch im Livestream. Aber mal schauen. Und wie gesagt, haut rein.